Hi guys, and welcome to this year's highlights episode of Broken Window Theory. As you know, 2019 is almost over, and like every year, we would like to give you a quick summary of the whole year 2019, what it meant for our project BWT, what adventures we've been on to, and yeah, just tell you a bit about our best moments of the year. Yeah, so this year we had massive highlights. We shot our first big documentary. We were, in my opinion, on our best urbex trips to date. And we managed to develop BWT as a brand. And we have big plans for 2020. So if you want to know what's up, you should keep watching. Yeah. One more thing. As you know, English is not our mother tongue, so it's not that easy to speak freely. So we would prefer to continue the video in German, and you've got the option to just turn on subtitles and you will understand everything we say. Have fun and keep watching. If you enjoy our videos, make sure to hit the subscribe button and click the bell to get notified when we upload new content. Beginnen wollen wir mit einem Thema, was für uns echt aktuell ist momentan, wo wir wirklich, wirklich viel Zeit reingesteckt haben. Und zwar den diesjährigen Urban Exploration Kalender. Wir haben das Feedback vom letzten Jahr von euch umgesetzt. Wir haben den an einigen Stellen verbessert und ich finde, das Endresultat kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben mittlerweile an die 100 Stück verkauft. Aber falls ihr noch einen haben wollt für euch oder vielleicht als Weihnachtsgeschenk, dann schaut einfach in die Videobeschreibung. Alle Infos dazu findet ihr dort. Europe's restricted zones are our favorite holiday destinations. As dark tourists, this time the thrill of the forbidden was taking us to off-limit parts in and around Hungary. On a five-day road trip, we were camping at secluded areas at night to bring undisclosed locations to light at sunrise. From vehicle graveyards as we've never seen them before, to historical power plants protected by security, we have infiltrated some of the most fascinating abandoned sites you can imagine. In our new series, completely shot in 4K, we are documenting decay and experience history firsthand in a quality better than ever. Join our journey to Europe's forbidden paradises. Das, was ihr gerade gesehen habt, das war der Trailer für unsere Ungarn-Serie. Im Mai waren wir für 4 Tage in dem Land unterwegs und haben Orte gesehen, von denen wir nur träumen konnten. In meiner Meinung nach ist es die beste Serie, die wir bisher veröffentlicht haben auf unserem Kanal. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wird hier eingeblendet in der Infokarte. Das war auf jeden Fall dieser Trip mein Highlight in 2019.
Das gerade waren ein paar Impressionen von unserem zweiten Urbex Roadtrip. Wir waren im Sommer, nämlich im Harz unterwegs. Aber bevor wir das auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen, zeigen wir euch erstmal unseren dritten Urbex Roadtrip. Wir waren nämlich im schönsten goldenen Herbst in Polen unterwegs. Damit machen wir jetzt im nächsten Video weiter. Das heißt, ab 2020 geht es mit der Serie los und hier schon mal ein kleiner Trailer. Mein persönliches Highlight dieses Jahr war definitiv die E-Book, ein Urban Art Festival auf dem Gelände einer Brache. Wir hatten dieses Jahr die Chance, dort als Filmer tätig zu sein und den gesamten Prozess festzuhalten. Und wir haben unsere erste Broken Window Theory Dokumentation produziert. Ein paar Impressionen von dem Festival zeigen wir euch jetzt. Die gesamte Dokumentation findet ihr auf unserem Kanal. Checkt das ab, also wirklich mein Highlight für dieses Jahr, ist sehr, sehr empfehlenswert. Man kommt vorne zu dem Tor rein und ist in einer anderen Welt. Wir sind umgeben von Müll und bauen mit dem Müll. Vorher passiert irgendwie über Jahre lang nichts, das Ding verfällt und dann ist halt über zwei Wochenenden hinweg einfach die Hölle los. Das Festival, gerade in solchen Breiten, sind die ideal, weil sie ja die Menschen erreichen, die meiner Meinung nach wichtig zu erreichen sind. Die Hauptsache ist nicht das Ergebnis, was am Ende steht, sondern ein Stück die Erfahrung in dem Moment und der Prozess des gemeinsamen Gestaltens. Ich kenne keinen anderen Ort, der es so ermöglicht, mich so auszuprobieren. A lot of people think that if you do something creative, it's your hobby or something, but most of the time that's actually what you really are. And this is what I am. Wer unseren Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der kennt vielleicht Wasteland Operations, unser kreiertes Geländespiel. Das Ganze haben wir in der Geisterstadt gespielt letztes Jahr und dieses Jahr haben wir das aber ein bisschen auf ein höheres Level gehoben. Wir haben nämlich unser erstes eigenes Wasteland Operations Festival gemacht. Also wir waren dann mit 20 Leuten auf dem Gelände, wir haben 4 Tage da übernachtet und haben die ganze Zeit dieses Spiel gespielt. Was es aber erst zum Festival macht, sind Festivalbändchen. Und die hatten wir diesmal auch dabei. Wer sich jetzt unter der ganzen Sache gar nicht vorstellen kann, für den blenden wir gleich nochmal ein, was auf euch zukommt. Aber es war auf jeden Fall eine geile Sache und die alten Folgen könnt ihr auch auf unserem Kanal abchecken. Auch im nächsten Jahr, 2020, planen wir natürlich wieder ein Wasteland Operations Festival. Davon abgesehen haben wir noch jede Menge Pläne, ich darf nicht zu viel verraten, außer vielleicht, dass wir unseren bisher größten Urbex-Trip planen im Frühjahr. Ich sage nicht, wo es hingeht. Aber ich darf sagen, dass wir unsere nächste Doku planen. Die shooten wir auf diesem Trip und es hat wieder irgendeinen Lost-Place-Bezug, ähnlich wie die E-Book. Und das ist genau das, was wir jetzt öfters machen wollen. Ihr könnt die E-Book-Dokumentation als eine Art Pilot sehen. Wir machen mehr Dokumentation mit Lost Place Bezug. Wenn ihr Ideen habt, was wir shooten könnten, schreibt es gerne in die Kommentare. Hauptsache, es hat irgendwas mit Lost Places zu tun. Es können Hausbesetzer sein, die in Lost Places wohnen. Es können illegale Partys sein, die in Lost Places stattfinden. Schreibt es in die Kommentare und das Beste, der mit der geilsten Idee kann sogar was gewinnen. Aber dazu schreiben wir in den nächsten Tagen was auf Social Media. Also habt ein Auge auf Facebook und Instagram.
Abschließend bleibt noch zu sagen, dass wir in diesem Jahr einfach ein enormes Wachstum hingelegt haben. Wir erreichen immer mehr Leute auf der gesamten Welt. Es macht unheimlich viel Spaß und es ist spannend zu sehen, wohin sich BWT hinentwickelt. Ja, an der Stelle auf jeden Fall nochmal einen ganz herzlichen Dank an euch alle, also sowohl an die Leute, die neu dazugekommen sind in diesem Jahr, als auch an die Leute, die wirklich seit Tag 1 dabei sind. Ihr macht das ja alles möglich. Letztendlich machen wir nichts anderes als unsere Leidenschaft folgen, kann man da sagen. Und ihr macht das möglich für uns. Das ist einfach richtig geil. Deswegen, wir sehen uns nächstes Jahr. Wir werden sehen, was noch kommt. Keep exploring. Keep exploring.